Bem-vindo no Brasil. Und wir zeigen euch heute, wie man richtig tanzt zu Brasilien. Wir eingeladen Lucia und Erika von Brasilien. Hallo zusammen. Jetzt zeige ich mir mal die Grundschritte vom brasilianischen Tanz von der Samba. Jawohl. Einfacher. Samba ist einfacher. Es hat einfach zwei Schritte. Eins, zwei, zurück. Zurück. Eins, zurück. Andere Seite. Zurück. Aber wir müssen jetzt mehr, ein bisschen mehr Bewegung. Denn das ist nur eins, zwei. Eins, zwei. Wir müssen ein bisschen mehr mit Leben, ein bisschen mehr mit Bewegung. Man muss mehr, muss die Musik fühlen. Und dann schafft man das schon. Also wir müssen nicht viel überlegen. Nein, nicht viel denken. Einfach, wenn du das machst, wenn du das beherrschst, eins, zwei. Eins, zwei. Dann hast du es schon. Der ganze Weg. Genau. Nachher kommt das automatisch. Eins. Erika, wie machen wir mit den Hüften? Nicht vergessen. Einfach genießen. Dann schaue ich einfach mal zu von der Seite an. So, meine Damen. Merci vielmals. Das war jetzt der Samba von Brasilien. Gibt es noch andere Tänze in Brasilien, die wir jetzt tanzen können? Was tanzen wir? Der Funk, oder? Der langsame Funk? Der langsame Funk und das kommt aus Verwendung. Das ist... Ich glaube, gehört, das ist ganz ein heißer Tanz. Ja, das ist ganz heißer Tanz und sehr sex. Den machen wir das mal jetzt, hä? Ja. Chegando, praia, piscina, mágoa de coco, de olho na mulherada. É, várias marquinhas. Adoro. Olha lá, hein, safadinho. Quero água, quero praia, uma piscina com as amigas de chapéu e blusinha suada. Que isso? Tô molhada. Que delícia. Com a marquinha do biquíni, vou arrasar na palavra. Tá calor, tá quente, tá calor. Essa mina quando dança enlouquece a minha mente. Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente. Essa mina quando dança enlouquece a minha mente.